Hallöchen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich heute viel melden werde. Ich habe heute keinen so guten Tag. Weil irgendwie heute alles Mögliche schief gelaufen ist bisher. Ich war auch nicht bei der Post und habe das Paket abgeholt. Nee, war keine Lust. Ich werde mich einfach nur hinlegen und schlafen oder so, keine Ahnung. Oder lesen. Einfach mal nicht wirklich was machen. Einfach mal einen ruhigen Tag. Oder weitestgehend einen ruhigen Tag. Genau. Ich glaube, das brauche ich heute mal. Ja. Manchmal ist halt einfach ein bisschen doof und von daher. Jo, werde ich das heute mal in Angriff nehmen und wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich heute nochmal melden kann. Oder ob das Einzige ist, was ihr heute von mir sehen werdet. Das kann ich nicht sagen. Und ja. Damit ihr euch nicht wundert. Ich habe erstmal einen Kaffee. Den brauche ich jetzt ganz dringend. Auch wenn ich jetzt vielleicht schlafen will oder so. Das ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Aber ich will eigentlich lesen. Eigentlich will ich lesen. Totenbändiger. Ich liebe es. Es ist wieder so großartig. Ich habe auch schon das erste Buch. Also die zwei Bücher in einem. Ne? Das erste Buch fast durch. Also Band 5. Da bin ich, glaube ich, ja, so kurz vorm Ende. Also nicht, glaube ich. Weiß, ich habe jetzt ein bisschen geschmult. Kurz vor Ende. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das ist richtig großartig. Ich liebe diese Reihe. Also gerade jetzt für Halloween oder sowas, wenn ihr was sucht, was ja so ähnlich ist wie Lockwood und Co. auch tatsächlich, was man so vergleichen könnte, so ein bisschen zumindest, dann guckt euch Totenbändiger an. Das ist großartig. Und davon gibt es dann noch mehrere Staffeln. Ich weiß gar nicht, zwei Staffeln? Oder sind es drei? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall großartig. Man kann ja auch die einzelnen E-Books lesen. Das sind ja dann ein bisschen... sind ja kürzere Bücher. Was heißt kürzer? So kurz sind sie auch nicht, aber ja, falls man was zwischendurch braucht. Genau, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und ich werde jetzt gleich weiterlesen und definitiv Band 5 beenden und dann im Anschluss gleich Band 6. Das ist, wie gesagt, zusammen. Ich wiederhole mich heute. Es ist nicht mein Tag. Ja, dann brauche ich für nächstes Jahr den nächsten Sammelband. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen, wie viele es inzwischen gibt von den Sammelbänden. Gibt es auch übrigens auch das Hörbuch auch. Aha. Genau. Ja. Das werde ich machen und dann mal gucken. Ich weiß nicht, was ich als nächstes lesen werde, weil jetzt ist halt so die Halloween-Zeit. Ich bin gerade voll drin in dieser Gruselstimmung. Das finde ich immer so schön. Ich muss immer Lockwood & Co. kaufen, aber ich kann es nicht kaufen, weil ich das Geld dafür nicht habe. Also, ich hätte das Geld schon, aber man spart doch nicht. Und das nervt mich gerade voll, weil ich Band 5 von Lockwood & Co. haben möchte. Ja, mal gucken. Wenn nicht, lese ich es im November rein oder so. Ich weiß auch gar nicht, wie weit ich denn komme mit den Büchern, die ich jetzt noch hier habe, die ich lesen möchte. Es gibt auch noch eine andere Ghost Academy, habe ich gesehen, vor einer Weile. Habe ich mir auch aufgeschrieben für Halloween. Mal gucken. Kann man da auch nochmal reinstellen. Es gibt ja so viel Zeugs, ne? Ich habe mir eine ganze Liste gemacht, was ich lesen möchte im Oktober, was ich denn aber erst kaufen müsste. Und dann kam ja das mit dem Spartöpfen und so weiter und dass ich den nur kaufe, wenn das Geld drin ist, auch wenn das nicht ganz so funktioniert hat bis jetzt. Also eigentlich schon, aber letzten Monat nicht so ganz. Ja. Mal gucken. Aber gut. Gemacht. Und ich werde jetzt meinen Kaffee machen. Die Maschine ist schon mal an. Und der Kaffee läuft noch nicht durch. Und dann mich gemütlich hinsetzen. Oder die Füße auch hochlegen und gemütlich mich hinlegen und versuche nicht einzuschlafen und zu lesen, weil, ja, das brauche ich heute ganz, ganz dringend. Und ich brauche Kuchen. Ich brauche unbedingt Kuchen. Wir haben keinen Kuchen. Dann ist schon selber Kuchen mitbringen. guck mal, was für dich macht. Ich habe einfach nur geschrieben, ich brauche Kuchen. Ich hätte nämlich eigentlich, wollte ich Kuchen kaufen am Samstag irgendwie. Eigentlich auch nicht, aber ja, zu Hause sagt sie so, wir haben keinen Kuchen. Kein Kuchen. Nix. Also wir hatten ja die Zimtschnecken am Sonntag, aber Kekse, aber Kekse sind für mich kein Kuchen. Ab und zu hat man Hunger auf Kuchen. Und ich habe seit Tagen Hunger auf Kuchen. Und heute erst recht. Heute brauche ich so einen richtigen Kuchen. Manu. Egal. Ja, mal wieder. Wow, wow. Das ist so süß. Wow, wow, wow. Okay, dann. Bis später oder morgen. Mal gucken. Ich habe Kuchen, ja, will mir klauen, das gibt's nicht. Ausverkauft, mein Kuchen. Baumkuchen, lecker.